Möbel, Möbel. Da kommen die Treppen mit dazu, würde ich sagen. Wir brauchen eh noch zwei Treppen. Und dann würde ich was anderes mal ganz gerne kurz machen. Na toll. Egal. Weg mit dem Scheiß. Ich kann es nicht mehr sehen. Krass, auch weg. 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 Weg mit dem Scheiß. Ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ich hab die Schnauze voll davon. Deckel drauf und weg. So. Gut. Nachdem wir das geklärt haben, klären wir jetzt mal kurz, dass das Ding da unten noch eine Tür bekommt. Hab auch keine mehr. Gut. Davon und Glas brauchen wir eine. Upp. So, also, Kaktus wächst auch auf Silversand. Sehr gut, jetzt gucken wir mal, ob die auch direkt nebeneinander wachsen. Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Das Scheibli? Das Scheibli steht so ein bisschen über, ne? So, schön ist anders. Schön ist anders. Wir gucken mal, dass wir da eben kurz von hier drin mal reinstellen. Hallo? Ach ne, es wird sowieso nichts bringen, weil die nicht am Rand sind, sondern weil sie innen am Dings sind. Ja, gut, dann... Ja, ups. Hallo? Achso, das ist der Hammer. Ich wollte gerade sagen, warum baut die Axt nicht ab? Gut. Moment, auf welchem? Auf dem hier. Gut, da wächst was, hier wächst was davor. Okay, das sieht dann nicht mehr so ganz kacke aus. Tür, Tür. Warum habe ich denn nur drei mitgenommen? Ich brauche doch so sechs davon. Nochmal wieder hin. Nochmal wieder raus. Türli. Dam, 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 dam. Anäscht. Das muss anäscht. So muss das. Schön wäre natürlich, wenn man das Fenster auch irgendwie so an den inneren Rand setzen könnte, wie so wie hier. Weil dann hat man nämlich schön irgendwie das ein bisschen schöner. So, und jetzt kann hier nämlich alles weg, was Erde ist. Beziehungsweise muss gar nicht alles weg, was Erde ist, aber so ein bisschen können wir hier aufräumen. Die Axt. Die gute Axt. Ich würde das jetzt auch hier nicht zu übertrieben machen. Man kann ja von hier zum Beispiel irgendwie muss eh zu, weil hier irgendwie kreuz und quer alles durcheinander gebaut ist. Mal von hier außen der Kram hier, das hier, das hier. Ja. Gut, was da dann für ein Stein liegt, ist ja egal. Habe ich die Steinsteine alle wieder weggetan? Ne, weggeschmissen, ne? Egal, machen wir neue. Außer wir haben noch welche. Ich brauche auch nur ganz wenige. Nö, die sind alle weg. Aber wir haben von denen hier noch welche. Das heißt, wir machen uns eben ganz kurz wieder neue Steinsteine. Zack. Wobei die Steinsteine ja eigentlich Wandsteine sind und keine Bodensteine. Aber gut, so ist das dann wohl. So. So, hier, apropos Wandsteine.
zu. Und dann gucken wir mal, wie wir hier eben um die Ecke kommen. Zwei, da wäre dann... Es wird halt ein Fenster verloren gehen, ne, für die Nutzung. Beziehungsweise hier die Ecke wird sowieso so ein bisschen verloren gehen. Na, hier muss ja auch noch zu. Das heißt, hier wäre dann auch noch zu. Mal irgendwas zum provisorisch mal zubauen. Ja, also hier wäre auch noch zu. Ich meine, hier muss sowieso zu, das ist klar. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das zumachen, ob wir das so ähnlich machen wie oben mit Treppen und dann Slabs oder sowas, aber da ist dann auf jeden Fall zu, das heißt, hier unten ist auch auf jeden Fall zu, weil das sonst komisch aussehen würde. Beziehungsweise muss ja gar nicht, ne? Wir können ja auch... können ja da auch wieder mit Treppen arbeiten. Gut, einzige, wozu sein muss, ist hier. Das wäre doch eine gute Idee, dann... Ja, das würde komisch sein, wenn man hier dann hochkommt. Vor allem, wie würde man dann hochkommen? Es ist halt sehr, sehr wenig Platz, um hochzukommen. Und hier muss ja auch... Ah, hier muss auch zu sein. Ah, hier muss auch... Den hier können wir nochmal lassen, weil hier können wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Aber hier muss auch zu sein, weil es hier komisch aussieht. Das heißt, es ist tatsächlich kein Platz, wo man sich groß aufhält, sondern es ist tatsächlich einfach nur so ein, man kann reinkommen. Und dann müsste man hier eigentlich schon direkt eins hoch. Ach, ich glaube, wir können hier auch ein relativ großzügiges Treppenhaus bauen, oder? Ich meine, den Platz, den haben wir. Kommt rein, direkt zu den Treppen, das ist in Ordnung. Hier wären dann auch Treppen. Oder wir gehen noch eins weiter rein, oder? Nee. Nee, wir müssen anders anfangen. Können wir so anfangen? Weil eins ist einfach, ne? Machst du hier eine und dann bist du dann oben. Das ist kein Problem. Machst hier eine und hier eine, dann bist du auch oben. Und aber es bleibt hier unten halt nur sehr, sehr, sehr wenig Platz, um da irgendwas zu machen. Wenn wir hier... Hermann ist sofort an der Wand. Hier mittig. So blöd war die Idee gar nicht, ne? Ach. Und hier. Ja. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Ist natürlich, ja, sehr eng. Eng, da stehst du doch drauf. Gut, da wäre dann zu. Hier wäre dann auch wieder hier hinten zu. Das heißt, hier... Ja, doch, hier können wir eigentlich lassen. Na ja, gut, hier wäre halt eine kleine Lücke, aber hier wäre halt dann alles zu. Das heißt, hier kommt auch zu. Natürlich keine Steinsteine mehr. Wo habe ich das Loch gegraben? Jetzt brauche ich den Scheiß doch nochmal. Hier irgendwo habe ich das Loch gegraben.
Hier? Nein. Hier? Da. Ich glaube, da waren... Da war nur Müll dabei, ne? Na gut, okay, die kann man noch benutzen. Aber ansonsten war da nur Müll bei. Weg, 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 weg. Gut, so. Dann machen wir hier nämlich mal eben einmal wieder Steinsteine raus. Sind zwar nur drei, aber besser sind drei als zwei. Hä? hier und hier. Und hier unten, ja komm, hier. Dann fehlen jetzt nur noch hier zwei und hier oben dann mit Holz. Und hier müssen wir mal gucken. Hier kann man doch bestimmt irgendwie schön Absperrungen bauen. Müsste gehen mit den... Ne, die überlappen sich da nicht. Das sieht komisch aus. Man sieht insgesamt komisch aus, aber... Ach, nee. Also hier oben die Erde, die kommt auf jeden Fall weg. Dann kommt da Holz hin. Und da auf der Höhe kommt dann das Slabs hin, würde ich sagen. Gucken wir, ob wir noch ein bisschen gebrannten Lehm haben. Dann machen wir dann nämlich eben ein paar Slabs hin. Möbel. Oh, 216. Ach, das sind diese komischen Three-Quarter-Scheißteile. Die braucht kein Mensch. So. Nee, doch, Three-Quarter waren die guten hier bei in dem Fall. Ich könnte natürlich auch wieder so einen Bogen bauen, aber nein. Wir nehmen mal die mit. Wie habe ich das denn hier oben nochmal? Hier oben habe ich das, glaube ich, zugemacht, ne? Genau, hier habe ich das mit Treppen zugemacht. Ganz ehrlich, das mache ich auch wieder. Das sieht okay aus. Weg. So, bam. Nein. Die ging doch irgendwie so komisch. Wie ging die denn noch? Sag doch mal, wie ging die noch? Ach so. Blöd. Oben einer und dann unten so ein U. Oben einer und unten so ein U. Ich schmeiße More Blocks irgendwann raus. Einfach so. Aber nicht 20, sondern 2. Ich werde es einfach so rausschmeißen. Ersatzlos einfach rausschmeißen. Ist dann auch egal, dass alle Nodes, die dann bisher gesetzt wurden, ungültig werden. Kann ich ja wieder reparieren, ist ja kein Problem. Ist ja alles machbar. Aber lass doch bitte die Finger von den Treppen. So.
Und von den Slabs und von den anders geformten Treppen und eigentlich von allem, was irgendwie Positioning angeht. Es nervt einfach nur. Es nervt einfach nur. So. Jetzt müssen wir hier nochmal wieder Rotation Action machen. Und dann kommen in die Mitte. Natürlich habe ich wieder alles liegen lassen. Kommen dann in die Mitte Slabs dazu. Darf ich denn zumindest die Slabs noch machen? Nein, darf ich? Doch, darf ich. Danke. Pam, 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 pam. So. Und hier unten? Hier unten? Hier unten bleibt offen. Wenn ich dazu offen bleibt. Hallo Kuh. Warte mal, was muss ich denn da überhaupt hinbauen? Da muss ich hier Holz hinbauen, ne? Schau mal einer, guck, ich habe ja noch Holz. Gut. So, was kann ich denn mit dem Holz noch hier Schönes machen? Ach, da kann ich doch eigentlich hier Dings draus machen. Nee. Nee, nee. 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 Panel waren das, ne? Ja, scheiß aufs Positioning. Moment. So. Da sieht das hier so ein bisschen gebaut aus, tatsächlich, wo noch hier so ein Balken drüber ist. Wieso laufe ich eigentlich immer in die Treppen rein? Ja, nö. Eigentlich nö, aber ja. Ich glaube, das kann man so lassen. Es ist halt hier, man läuft da direkt vors Fenster. Von außen. Gut, man sieht von außen, dass was ist, aber so wirklich... Naja gut, hier wäre dann ja was Gewachsenes. Das heißt, normaler Mensch würde ja hier dann stehen und gucken. Oder hier mal reinschauen, würde dann nach oben gucken können. Ja, das ist okay. Das Treppenhaus wäre dann eben das Treppenhaus. Da könnte man dann sogar gucken, ob man irgendwie noch nach oben kommt, ne? Und hier macht man dann zu und dann hat man hier noch eine Treppe nach oben und hier dann den Eingang in den dann doch etwas kleiner geratenen Wohnbereich. Hm. Ganz ehrlich, ich finde das Design gar nicht so ungeil. Es ist eigentlich voll schön. So. Dann könnte man nämlich diesen ganzen Rotz noch eins weiter reinmachen. Wird natürlich nicht viel bringen, aber man hätte mehr Platz, ne? Ja. Steintreppen. Und dann hier schön die... Machen wir so die Holztreppen hin. Und die Axt brauche ich natürlich auch. So. Ja. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen geräumiger jetzt, ne? Ja, hier muss... dann zu... Ne, hier muss nicht mehr zu jetzt. Also hier hinter müsste dann wieder zu. Das heißt, hier muss zu. Hier, 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 hier. Ja, guck mal hier, da haben wir den Platz nämlich richtig gut genutzt. Die vier Steinsteine, die ich habe, die können wir mal dann hier gleich in die Lücken füllen. So. So. Allerliebst. Gut, ich
Ich glaube, da kriegen wir keinen Stein mehr draus, aber wir kriegen eine Treppe draus. Stein, sage ich. Note. So. Dann hast du nämlich hier auch einen sauberen Abschluss. Und du hast hier hinten den sauberen Abschluss. Und dann wird es dann doch schon wieder eng für ein Treppenhaus, ne? Na ja, gut, man könnte ja hier irgendwie hochgehen. Nee, da auf der Seite ist der Balkon. Scheiße, das geht nicht. Na ja, gut, aber die Treppe, die muss so. Das muss so, das darf nicht anders. Na gut, man könnte hier natürlich zubauen. Nee. Gut, jetzt hast du hier mehr Platz, aber hier nicht mehr. Ach ja, ach ja. Mein Session läuft ja auch schon seit 2,5 Stunden so langsam. Darf das dann alles ein bisschen nachlassen dafür, dass ich nur wenig und schlecht geschlafen habe. Ja, das passt schon. So, so, so. Hier wieder Erde reinmachen. Ich habe ja meinen Kakao noch hier, ne? Keine Markennennung. Hier auch nicht. Freunde, wie sieht's eigentlich aus mit dem Livestream? Ich meine, jetzt wo ich über 100 Abonnenten habe, kann ich ja mal fragen, ob da jemand Bock drauf hätte. Jetzt wird sich das ja sogar lohnen, wenn dann jemand zuguckt, ne? Die Frage ist halt wann und mein Test? Schon, ne? Oder ich erinnere nochmal an die Anfangssekunden dieser Aufnahmesession. Ich bin da offen, was sowas angeht. Ich habe halt nur keine Lust, mich dazu entscheiden. Jetzt ist einer zu viel, ne? Wo kommt der jetzt noch her? So. Dann haben wir den alten Stand wieder. Dann machen wir hier unten die Planken wieder dran. Zack, zack, zack. So. Muss man beim Runtergehen halt aufpassen, dass man sich nicht den Schädel anhaut. Ach ja, hier wächst der Moos. Weil da ja... Oh, guck mal hier. Oh. Es wächst Moos, das ist aber okay. Es kann ja Moos ruhig wachsen. Dann wird der hier wahrscheinlich auch irgendwann Moos und der vielleicht auch noch. Dann wächst hier noch irgendwas und dann ist das hier so eine kleine vermooste Ecke und hier ganz genauso. Wobei hier wahrscheinlich der noch Moos werden könnte und der hier noch, ne? Jo, ja, ist doch cool. Okay, das ist in Ordnung. Das kann man ja so machen. Ich glaube, hier muss man eine Fackel hin, dass hier mehr Erde wächst, ne? Hier wird keine Erde wachsen, das heißt, wir müssen hier welche rüberziehen. So, dass dann da auch irgendwann mal Erde wächst. Beziehungsweise machen wir das mal hier. Weil hier müssen wir häufiger längs laufen. So. Treppe rauf, Treppe runter, das passt. Da kommt noch einer von den Dingern ran. Dann haben wir nämlich hier auch wieder Platz. Nicht so wirklich Platz, ne? Oder gehen wir doch wieder eins rein und nehmen das dann einfach so hin? Nö. Nein, ich glaube, wir lassen das jetzt so, ne?